Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu GTA Online. Und da oben fliegt schon ein Flugzeug über unseren Köpfen hinweg. In First Person sieht das ja deutlich anders aus hier. Ich weiß nicht, was er vorhat. Dafür habe ich mir mal eine Schrotflinte geschnappt, um das auszuspähen. Leider ist die Muni für die Waffe auch schon alle hier. Leider, leider, leider. Aber ich glaube, der will mich, glaube ich, killen. Ich bin mir nicht genau sicher. Oder der fliegt einfach so rum und bemerkt uns gar nicht. Was natürlich auch sein kann. Das müsste, soweit ich weiß, ein Dodo-Wasserflugzeug sein. Das sieht man schon an den besonderen Kufen. Hier. Dann können wir ja mal versuchen, zu ihm zu gehen. Nehmen wir mal hier schnell reinchillen in das größte Flugzeug in den mächtigen Titan. Ist leider auch, das muss man sagen, eine riesige Zielscheibe, eine riesengroße. Die schnell explodiert leider. Hey, moin moin! Ups. Jetzt gucken wir mal hier. Richtig geiles Gefährt. Titan. Hammer, sag ich euch. Richtig Hammer. Oh, da ist noch was im Himmel. Ich weiß nicht was, aber ich glaube, es will uns killen. Mann, es hat uns noch gekillt hier. Wer war denn das jetzt? Irgendwas mit Weed, Alter. Der hat bestimmt gerade eine kräftig an seinem Joint gezogen, Alter. Was ist das? Ein Pilot? Ey, ich habe gerade hier eine richtige fette. Ja, du kommst aber, du merkst es aber spät hier, ehrlich. Ich steige aus, ich will deine Karre. Irgendwas ist in der Luft und es macht mir Angst, ganz ehrlich. Ich höre da irgendwas brummen. Und ich höre es nicht so gerne brummen, weil das heißt meistens. Scheiße. Keine Muni mehr. Die Glasscheibe nervt mich, weißt du? Was ist das? Was, Georg? Ich komme in Frieden. Hey, hier, Kopfverdammt, Alter. Es gibt Leute, die kiffen und sind gechillt. Es gibt Leute, die kiffen nicht und sind aggressiv. Mein Gott. Ich hab doch gesagt, ich komme in Frieden. Peace. So, suchen wir uns eine neue Karre. Oh Scheiße, das wird schwer, Leute. Bei 0 Dollar kann ich nicht viel machen. Aber bei Kiffer hilft nur eins. Zumindest in GTA. In Real Life hilft nur eins. Ein Joint. Aber hier, in GTA 5, herrschen andere Regeln. Da brauchst du schon mal was Großes. Und zwar nennt sich das Ding Shotgun, berühmt aus Terminator. Liebe Grüße an Arnold Schwarzenegger, wenn du das Video siehst. Und ich glaube, YouTube Gamescom hat ihn erledigt und wurde von der Polizei getötet. Richtig dufte, richtig dufte. Mama mia, ist das Hammer. Wo läufst du denn hin? Falsche Richtung, oder? Gute Nacht. Moin moin. So, alright. Warum ist das ein roter Punkt? Gibt's dafür Kopfgeld? Hey, moin moin! Nicht schießen, ich bin, komme in Frieden. Normalerweise töte ich ja eigentlich keine Leute in GTA, aber ist das Panzerglas? Oh, das ist kein Panzerglas. Ich merke es gerade an meiner Lebensanzeige. Ein bisschen Realismus hätte ich mir ja gewünscht. Na warte, jetzt jagen wir den mit dem Polizeifahrzeug. Das gibt's ja nicht sowas hier. Unglaublich. Was hat er jetzt gemacht? Suizid oder was? Moin moin. Okay. Er macht doch richtig Spaß hier. Ja, also ich würde es auf jeden Fall mal sagen,
Bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Und ja, wir sehen uns. Haut rein und bis dann. Ciao.